Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meine Neuzugänge aus dem Monat Dezember und es sind einige, kann ich euch sagen. Und ich würde sagen, ich rede gar nicht lange drumherum und zeige euch einfach meine neuen Bücher aus dem Dezember und ja, los geht's! Ja, wie ihr vielleicht auf Insta mitbekommen habt, war ich am 14. Dezember, irgendwann Mitte Dezember, mit zwei Herzensmenschen unterwegs und wir waren in der Meierschen und waren dort shoppen, Bücher shoppen. Wir sind eskaliert, richtig eskaliert. Also ich und Esther sind auf jeden Fall ziemlich eskaliert. Ja, und ihr seht jetzt hier das Ergebnis. Es sind wirklich einige Bücher geworden. Und eins der Bücher, die ich dann dort halt gekauft habe, ist Golden Darkness, Stadt aus Schatten und Licht. Nein, Stadt aus Licht und Schatten, so rum. Auf jeden Fall, ich bin schon länger um dieses Buch drumherum geschlichen, weil ich einfach finde, dass es sich unglaublich gut anhört. Ja, ich kann euch ja mal kurz den Klappentext vorlesen. Vorlesen, alles gut. Die junge Lichtmagierin Lucy weiß, wie man überlebt. Mit der perfekten Maskerade. Boah, ihr merkt schon, es ist abends, ich komme gerade von der Arbeit, ich kann nicht mehr lesen. Also jedenfalls nicht mehr laut vorlesen. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, aber okay. Seit sie aus der verarmten Dunkelstadt Brooklyn in die reiche Lichtstadt Manhattan geflohen ist, spielt sie das brave, dankbare Mädchen an der Seite des wohlhabenden Ethan. Doch Lucys scheinbar heile Welt gerät aus den Fugen, als ein geheimnisvoller Fremder auftaucht. Carvin, ein Magier aus der Dunkelstadt mit einer spöttischen Zunge, einem gefährlichen Lächeln und Ethans Gesicht. Es hört sich so gut an. Ich freue mich sehr darauf, es zu lesen. Und ich mag auch das Cover super gerne, kann ich euch sagen. Und ja, das war Neuzugang Nummer 1. Ich werde mich nicht allzu lange bei den ganzen Büchern aufhalten, weil es sonst sehr, sehr lange dauern könnte. Dann, keine Ahnung, ob das Liebe ist. Das ist dieses Poetry Slam Büchlein von Julia Engelmann. Wenn ihr mich schon länger guckt, wisst ihr, dass ich die Bücher total gerne mag, dass ich die Poetry Slams mega gerne mag. Und ja, ich mag einfach alles, was sie in diesen Büchern schreibt, total. Es ist richtig schön, so für zwischendurch mal was zum Lesen. Und deswegen musste dieser vierte Band jetzt auch bei mir einziehen. Das ist doch, glaube ich, der vierte, oder? Ach nee, der fünfte. Genau, ich habe die anderen auch alle, noch nicht alle gelesen, aber fast alle. Wie gesagt, ich mache das immer so zwischendurch mal, abends mal, wenn man mal was, ne? Also sind echt richtig coole Sachen bei. Kann ich jedem von euch empfehlen. Dann haben wir Faded von Julie Johnson. Dieser eine Moment aus dem Glücksverlag. Und Leute, gebt euch dieses Cover. Ich finde es so, so gut, das Cover. Es gefällt mir richtig gut. Und ich war mir echt erst unsicher, ob ich das Buch holen soll. Ich habe den Klappentext zwar gelesen, es geht halt um so Rockstars. Auf jeden Fall um Musik. War mir aber nicht sicher. Und dann habe ich reingelesen und mir gefiel das, was ich da so schon gelesen habe, wirklich, wirklich gut. Und deswegen habe ich es dann mitgenommen. Ich bin sehr gespannt darauf und freue mich sehr, es zu lesen. Ich freue mich eigentlich bei allen Büchern, sie zu lesen. Ich sage es nur immer wieder. Also wie gesagt, ich hatte hier reingelesen und es hat mir wirklich gut gefallen. Deswegen ist es dann mitgekommen. Dann ist bei mir eingezogen Broken Puppet Elite Kings Club Band 2 und direkt hinterher, wo wir gerade dabei sind, Band 3. Ja, ich habe die auch schon gelesen, durchgesuchtet. Dazu werdet ihr aber mehr in meinem Lesemonat erfahren, der dann ja auch kommt oder vielleicht schon gekommen ist, je nachdem, wie ich die Videos hochlade, in welcher Reihenfolge. Ich weiß es nicht. Ich mache das irgendwie immer so nach Lust und Laune, wenn man das so sagen kann. Ja. Dann habe ich bei dem Meiersche Trip, ich nenne es jetzt einfach so, I Knew You Were Trouble, genau. Wie das Lied von Taylor Swift, genau. Gibt es auch, glaube ich, ein Lied, oder? Wäre voll peinlich, wenn es jetzt keins gibt. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, worum es geht, aber die Esther hat es mir in die Hand gedrückt und hat gesagt, lies mal den Klappentext. Ich habe ihn gelesen, er gefiel mir gut und, Colleen Hoover hat hier eine Empfehlung für ausgesprochen. Die perfekte Mischung aus Spannung, Tragik, Romantik und Gefühl. Ja, genau. Und auch hier, ich mag das Cover sehr, sehr gerne. Ich hatte bisher nur irgendwie gar keinen Bezug zu dem Buch. Kennt ihr das, wenn ihr Bücher immer wieder seht, aber ihr habt so gar keinen Bezug dazu, weder
gute Meinungen, noch schlechte Meinungen. Also so, als wäre es so ein No-Name-Buch, aber ihr kennt es trotzdem. Also das hatte ich bei diesem Buch irgendwie. Aber es hörte sich sehr, sehr gut an und deswegen durfte es natürlich mit. Genau, auch beim Meyersche Trip mitgekommen ist Crown and Passion, Alles, wonach du dich sehnst von Jodi Allen Malpass, ist so eine Königsgeschichte. Also es geht hier um eine Prinzessin und ihr wisst, ich liebe das. Und Jodi Allen Malpass konnte mich ja damals mit diesem Bodyguard-Buch da überzeugen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und ja, ich freue mich sehr auf die Geschichte, auch das Cover, mein Gott. Also die machen echt Cover teilweise. Ich finde das phänomenal. Ich finde dieses Cover auch so, so, so schön. Und ja, dieses Buch, da bin ich auch schon tatsächlich ein bisschen länger drum herum geschlichen, hab's nicht mitgenommen, aber dann gab es das da und ich habe mir gedacht, so, jetzt oder nie. Und ja, ich habe mich für jetzt entschieden. Alter, ist da eine Leserille drin? Okay, ich dachte gerade. Dann ist bei dem Meyersche Trip auch Rückkehr der Engel von Mara Wolf mitgekommen. In dem Paperback. Ich glaube, die Hardcover gibt es ja gar nicht mehr. Und ja, das wollte ich auch schon so, so lange lesen. Ich habe viel Gutes gehört. Denk mal, es geht um Engel. Ach ja, von den Erzengeln. Es geht um Erzengel. Ich erhoffe mir eine coole Geschichte. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch nicht viel von Engeln gelesen, weil ich finde, sie haben immer ein bisschen das Klischee, dass sie lieb sind. Und ich brauche halt was Böses. Ich habe zwar auch schon Angel vorgelesen, das war mir aber ganz ehrlich zu viel Böse. Es war mir too much, Apokalypse und so. Aber genau, ich erhoffe mir von diesem Buch was richtig Cooles. Hier steht übrigens auch eine Welt, in der nichts mehr ist, wie es einmal war. Eine Zeit, in der Legenden Wirklichkeit sind. Ein Geheimnis, das nie offenbart werden darf. Ach. Die schreiben aber auch immer die passenden Sprüche oben auf die Bücher drauf, ne? Die passenden Sprüche, damit sie Leute wie mich dazu animieren, dieses Buch zu kaufen. Aber okay, wenn man so ein Opfer ist, ne? Schicksal. Dann ist bei mir eingezogen Magic Academy, die Kandidatin von Rachel E. Carter. Das ist Band 3. Ja, ich habe ja Band 2 gelesen. Werdet ihr dann auch in meinem Lesemonat sehen. Und ich war mir zwischenzeitlich nicht sicher, ob ich weiterlesen möchte. Aber das Ende hat mir dann gesagt, komm, wir wollen weiterlesen. Und ja, ich lese die Bücher übrigens gemeinsam mit der lieben Esther. Und ja, deswegen durfte Band 3 mit. Ich finde die Farben übrigens wunderschön von den Büchern. Genau. Und ich finde diese rothaarige Frau richtig hübsch. Ich finde, die hat was. Aber gut, genug davon. Dann ist bei mir, wie bei allen anderen, natürlich eingezogen Samantha Young, Boston Nights. Ja, also zum Cover sage ich jetzt mal nichts, weil, ne, Cover, Opfer und so. Aber es ist Samantha Young. Samantha Young musste natürlich mit. Ich liebe ihre Edinburgh-Reihe. Ich habe Hero von ihr richtig gerne gemocht. Und ich freue mich jetzt auf neuen Samantha Young-Stoff. Ich habe zwar noch was von ihr da, meine ich. Aber ja, ich freue mich wirklich sehr. Und das musste natürlich direkt mit. Dann ein Buch, wobei ich ein bisschen, was heißt ein bisschen, bei Esther ist das nie ein bisschen, aber Esther hat mich damit angefixt und zwar ist das ein Buch, was für mich auch total unscheinbar ist, genau wie I Knew You Were Trouble. Ich habe das Buch ganz oft gesehen, habe auch schon viel Gutes gehört, aber ich hatte nie wirklich einen Bezug dazu. Ja, und hier ist Day von Helena Hunting und ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht gekauft, weil ich finde, das Cover ist sehr unscheinbar und ich dachte, es wäre so eine, ich will jetzt nicht sagen langweilige Geschichte, aber eine sehr ruhige Geschichte, in der nicht viel passiert. Und ja, da bin ich nicht so der Riesenfan von und deswegen habe ich es nicht geholt. Aber Esther hat gesagt, Lucia, du musst es lesen, es ist so gut und es ist nicht langweilig. Und ja, hier ist es, Stay. Ich werde das gemeinsam mit der wunderbaren Ella lesen und ich freue mich super darauf. Ich bin mal gespannt. Ich werde mir dann mal meine eigene Meinung bilden. Und ja, ich freue mich total darauf. Auf jeden Fall wurde ich angefixt. Ich bin so ein Opfer. So, dann kommen wir zu dem nächsten Buch, über das ich mich mittlerweile gar nicht mehr so sehr freue. Und zwar Kissed von Jennifer Armstrong. Ihr glaubt gar nicht, ich bin im Dreieck getitscht, als es das in der Buchhandlung gab. Weil ich fand, der Klappentext hört sich so gut an. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall habe ich dann bei einer YouTuberin, scheiße, wie heißt sie? Ich habe es vergessen. Ich werde sie euch verlinken, wenn ich dran denke. Und ich schreibe euch mal ihren Namen hier hin. Auf jeden Fall hat sie ein Video gedreht mit Reihen, die nicht übersetzt werden. Und tada!
Band 2 von diesem Buch wird es nicht geben. Das wusste man schon 2 Wochen, nachdem das Buch erschienen ist. Super, geil. Es regt mich richtig auf, aber das ist nicht das Thema dieses Videos. Auf jeden Fall ist dieses Buch bei mir eingezogen. Ich freue mich trotzdem, es zu lesen. Ich hoffe nur, dass es nicht in einem richtig beschissenen, sorry für den Ausdruck, Cliffhanger endet, weil dann, ich glaube, dann werde ich richtig böse. Dann werde ich richtig abgefuckt, weil das nervt total. Weil dann hätte man Band 1 auch nicht rausbringen müssen, wenn man schon von vornherein wusste, dass es Band 2 nicht geben wird. Aber gut, das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Und ja, kommen wir zum nächsten Buch. Ihr habt ja vor kurzem meine Wunschliste gesehen und darauf habe ich euch ja Size gezeigt. Und eine Zuschauerin hatte mir drunter geschrieben, ich hatte es da zwar schon entdeckt, aber trotzdem für alle, die es nicht wissen und das nicht mitbekommen haben, so wie ich vorerst, bis ich dann, weiß ich auch nicht, warum ich das gemacht habe, ich wollte reinlesen oder so. Das ist ja Band 2 in dem neuen Cover. Und ich habe mir immer gedacht, okay, wo sind die verdammten alten Cover hin? Ja, meine Freunde, die sind da drunter. Tada! Genau, also wenn ihr Band 2 im alten Cover noch nicht habt und braucht, schaut mal unter den neuen Covern nach, da könnten sie sein. Auch vielen lieben Dank nochmal an die Zuschauerin, die mich darauf hingewiesen hat. Das war super cool. Und ja, also wie gesagt, Band 2 ist bei mir eingezogen. Und damit es da keine Missverständnisse gibt, oh Gott, ist auch Band 3 bei mir eingezogen. Mit diesem, wir hatten ja in der ersten Auflage das Wendecover. Genau, das habe ich mir geholt. Ich finde zwar das Wendecover echt scheiße, weil irgendwie bleibt das bei mir nicht feste und das sieht auch nicht schön aus, weil ich habe das voll geknickt. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Ich bin ja froh, dass ich sie alle in dieser Version habe. Genau, Size 3 ist auch bei mir eingezogen. Ich werde den ersten, glaube ich, nochmal hören, damit ich wieder fit bin oder wieder auf dem neuesten Stand bin, wie auch immer. Auf jeden Fall, genau, werde ich den nochmal hören und dann mit den anderen beiden weiterlesen. Ich fand die Geschichte damals echt gut. Sie ist was anderes, sie ist auch etwas anspruchsvoller, aber sie hat mir wirklich gut gefallen. Dann ist bei mir eingezogen Isara 2 von der wunderbaren Julia Dippel. Ich und Esther lesen ja gerade Band 1, beziehungsweise sind jetzt schon so gut wie am Ende. Und da wir direkt weiterlesen möchten, habe ich mir Band 2 geholt. Und ja, ich werde euch dazu jetzt nicht groß was sagen, weil wie gesagt, zweiter Band. Und wir sind schon beim vorletzten Buch angekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch erleben darf, aber gut. Mr. Romance von Lisa Raven. Sie hat ja dieses Romeo und Julia-Dingens geschrieben. Bad Romeo and Broken Juliet, war das so? Das mochte ich damals sehr gerne, also diese goldenen Bücher damals noch. Und ja, das ist auch von ihr, Mr. Romance. Es geht um Max und der ist halt Mr. Romance und keine Ahnung. Der ist ein CEO. Genau, und wenn der Preis stimmt, lässt er für seine Klientinnen jeden Wunsch in Erfüllung gehen, außer Sex wohl nicht. Genau, Sex ist ausgeschlossen. Auf jeden Fall kommt dann eine Journalistin und die will hinter seine ganze Fassade blicken und die gehen wohl irgendwie einen Deal ein, 3 Dates, hat sie sich danach in ihn verliebt. Hat sie sich danach in ihn nicht verliebt, kriegt sie ihr heißersehntes Interview und hat sie sich in ihn verliebt, muss sie ihre Karriere an den Nagel hängen. Hört sich so gut an, ich möchte es ganz, ganz bald lesen, tatsächlich. Und oh, ich freue mich so sehr darauf. Und ja, kommen wir zu dem letzten wunderschönen Schatz, den ich mir tatsächlich, was ich jetzt hier einmal anmerken möchte, da habe ich mir nicht selbst gekauft. Ich habe den von der Thalia in Bergisch Gladbach bekommen. Genau, und es geht um diesen wunderschönen Schuber. Ist er nicht ein Traum? Ich liebe ihn. Er ist so schön, auch die Bücher. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte den ja auch schon auf meiner Wunschliste. Und ja, als ich mir dann was aussuchen durfte, habe ich mir gedacht, okay, das ist es. Einmal das. Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde, das könnten auch Harry Potter Bücher sein. Sie sind einfach so schön. Genau, und ich wollte sie so lange lesen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, du nimmst jetzt diesen Schuber. Jetzt oder nie. Und ich habe mich auch hier für jetzt entschieden. Hui, der war fast gefallen. Das war ja richtig traurig. Stellt euch mal vor, das fällt und dann kratsch und dann Leserille. Oh,
Ich glaube, das wird mir in der Seele wehtun. So. Das war's. Wir haben es geschafft. Das macht meine Neuzugänge für den Dezember. Vorausgesetzt, ich habe kein Buch vergessen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe eins vergessen. Aber okay, zeige ich euch dann nächsten Monat wohl. Und das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr eines der Bücher vielleicht schon gelesen habt und wie es euch gefallen hat. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!